Martina Hingis traf in der Runde der letzten 16 auf die Tschechin Květa Ratlíková. Eine leichte Aufgabe für die topgesetzte Schweizerin. Hingis beherrschte das Spiel von der ersten Minute an und besiegte Ratlíková glatt in 2 Sätzen mit 6:1 und 6:2. Im Viertelfinale der Canadian Open trifft sie nun auf Sandrine Testu aus Frankreich, die die Amerikanerin Chandler Rubin aus dem Turnier warf. Ebenfalls weiter ist Arantxa Sanchez, die